Der Herbst kommt und mit ihm die Grippezeit. Kein Grund zur Sorge, könnte man meinen. Schließlich ist das Vorkommen der Influenza in deutschen Wintern nichts Neues. Doch in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr rufen einige Mediziner und Experten die Bevölkerung besonders eindringlich dazu auf, sich eine Grippeimpfung verabreichen zu lassen. Klaus Zichutek etwa, Biochemiker und Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Gerade in Zeiten der Coronavirus-2-Pandemie ist es wichtig, alle Krankheiten zu vermeiden, die die Atemwege oder die Lunge betreffen können. Das könnten ja Doppelinfektionen vorkommen. Und insofern ist es gut, schon mal die Krankheit zu vermeiden, gegen die man sich impfen lassen kann. Ob eine Grippeimpfung die körpereigene Abwehr schwächt und das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken, dadurch erhöht wird, beantwortet Zichutek so. Durch die Grippeschutzimpfung wird der Körper nicht geschwächt. Das heißt, man ist auch nachher weiterhin abwehrbereit. Insofern kann man sich durchaus auch in Corona-Zeiten gegen die Grippe impfen lassen. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen, mitunter vor der Virusgrippe. Sie schützt natürlich nicht vor Erkältungskrankheiten. Und hinsichtlich Coronavirus ist es weiterhin wichtig, die AA-Regeln einzuhalten. Das heißt, Mund-Nase-Bedeckung zu haben, Räumlichkeiten zu vermeiden, wo man den Abstand nicht zueinander halten kann, das Übliche. Das Paul-Ehrlich-Institut hat Stand Ende August die ersten 13,6 Millionen Influenza-Impfstoffdosen für den deutschen Markt freigegeben.